Hallo und herzlich willkommen, da mir Orion Trail irgendwie ein bisschen zu schwierig geworden ist. Ich bin die letzten paar Male gestorben und habe jetzt erstmal keine Lust mehr. Und da Oktober ist, quasi der Monat mit Halloween, der Gruselmonat, dachte ich mir, wir probieren heute mal quasi eine Adaption, eine andere Adaption von Oregon Trail aus und zur Oregon Trail. Es ist im Grunde genommen, man muss wie bei Oregon Trail von der Ostküste an die Westküste der Vereinigten Staaten reisen, bloß nicht mit einem Planwagen im Wilden Westen, sondern mit einem Auto während der Zombie-Apokalypse. Ja. Und da würde ich sagen, versuchen wir das einfach mal. Mal gucken, wie das geht. So, ich habe eine Kampagne schon mal ausprobiert hier. Und da weiß ich, wie man das Spiel spielt. Dummerweise, die habe ich auch aufgenommen, aber irgendwie ist der Spielsound da viel zu laut. Darum habe ich den jetzt gerade erst auch als erste Amtshandlung leiser gestellt. Wir spielen auch hier mal einen Campaign Mode. Wir versuchen es hier wieder mit Easy. ja, Controller kann man anschließen. So, wer bin ich? Ich kann den hier freischalten mit den grünen Haaren. Habe ich im ersten Spiel freigeschaltet. Also bin ich der. Okay. Gut. Skip Intro. Who's the party leader? Ja, würde ich sagen, bin ich. Achso, click to type. Ja, okay. So, jetzt brauchen wir hier vier Leute, die uns mithelfen beim machen wir mal. Vielleicht den Urahn von Taffy Ganz Nuss. Na, Ganz Nuss passt nicht hin. Also dann Punkt S Ganz Nuss. Und aber Dr. Douglas hatte vorher schon Akademiker in der Familie. Okay. Jetzt brauchen wir noch einen. Diese Namen sind alle korrekt. Gut, das ist unser Station Wagon. Wir haben kein anderes Auto freigeschaltet im letzten Spiel, weil wir verloren haben im letzten Spiel. Achso, ich kann nicht sehen. Ich kann die Uhrzeit nicht sehen hier. Okay, also nehmen wir wieder den scheiß Station Wagon. So, und hier können wir uns dann Sachen besorgen. Mit Geld kann man tatsächlich auch nach der Zombie-Apokalypse, also wir kommen an einige Siedlungen und mit Geld kann man sich da dann auch wieder was kaufen. Medkits sind sehr gut, wenn man verletzt ist. Fuel ist auch immer sehr wichtig. Ich glaube, im letzten Spiel eine Batterie und einen Muffler habe ich nicht gebraucht. Medkits. Das sollte erstmal reichen, oder? Das ist. Naja, 15. 10 ist bald ein bisschen wenig, 15 ist bald ein bisschen viel. Aber. Packen wir mal auf Ammo drauf, dann kann man scavengen. So, jetzt können wir unsere Route auswählen. Hier, dieser grüne Bereich ist immer radioaktive Zone. Den habe ich jetzt im ersten Spiel vermeidet. Das lasse ich mal so. Was gibt's hier? Decent Supplies in Pittsburgh und Air Freshener. Und hier unten Medkit Scavenger, aber dafür Radiation Warning. Medkit Scavenger wär ein cooler Skill zu haben. Air Freshener, keine Ahnung, was das macht. Gucken wir mal.
So, jetzt können wir hier, haben wir hier unsere Statistiken. Hier ist der, das Auto, hier bin ich. Hier sind die ganzen anderen Leute. Und hier haben wir unser Dingens. Jetzt können wir anhalten und Lager aufschlagen, aber das lassen wir mal, weil wir gerade erst angefangen haben. Gut, los geht's. Essen Nabeltier, sneezes all over 50 food and ruins it. Es geht gut los hier. There's an awkward silence. A thief stole 15 ammo from your car. You're unsure which way to go. You lose an hour bickering with S-Punk Gunslos. Dr. Douglas S. Cholera. Wie lange sind wir unterwegs? Wie viel Tag ist das jetzt? You discover one of your gas tanks is filled with water. So, jetzt sind wir in Pittsburgh angekommen. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Autoshop, Upgrade, Air Freshener. Party members in front take one less damage. Für 58. Okay. So, für 25 reparieren wir das. Gut. So. Dann schauen wir mal, was sie hier kaufen wollen. Medkits für 32. Verkaufen kann ich die für 10. Ja, nee, lass mal. So, jetzt könnten wir hier zum Beispiel... I used to question the usefulness of having extra mufflers on hand, but without a muffler, the noise seems to immediately attract large hordes in your direction. You may not think that would be a problem in a car, till you have to stop and piss. Okay. So, jetzt sollen wir erst Supply machen oder sollen wir erst, dass die sich ein bisschen erholen können hier? Erstmal Rest. 5 Stunden reichen, glaube ich. Ah, nein. Ich drücke immer den falschen Button hier. Okay. Jetzt erholen die sich so ein bisschen. Auch Dr. Douglas mit seiner Cholera. Ist immer noch krank. Stopp. Okay. So, dann machen wir mal Supply. Scavenge. So. Ah, scheiße. Okay, kein Essen gefunden, aber 55 Dollar und 40 Scrap. Das ist okay. Haben wir wieder Geld. So, wir könnten in den Autoshop gehen und einen Muffler kaufen. Was kostet ein Muffler? Und meinetwegen eine Batterie. So. Cool. Und dann würde ich sagen, haben wir alles hier in dieser Stadt namens Pittsburgh gemacht, was wir machen können. Leave town, you won't be able to return. Ja, okay. So, jetzt haben wir nicht viel Auswahl, können nur hierhin. Light Supplies and Action Hero. Action Hero ist eine Combat Action, die man lernen kann.
Cross a horde of zombies in order to continue on the road. The horde in front of you is currently massive in size and appears to be ravenous. Yes! Wunderbar! Immer noch massive und ravenous. Docile. Okay. Dann versuchen wir mal durchzuschleichen. Sehr gut. So, bis zur Mühle, 200 Meilen. Something catches your eye off the road. Would you like to get out and investigate? Ja, klar. You approach a lively-looking building. Out front is a band of survivors who look particularly healthy, considering the circumstances. One of them rises from the stew he was tending to and comes to greet you. Hello there, friend. It's good to see such a fine-looking bunch of folks out in this neck of the woods. You extend your hand to the stranger and shake it. My name is Adolf Fastnacht. It's nice to meet you. As you can see, we are fairly abundant in supplies around here. We would be happy to trade with you, should you be needing anything in particular, Lola. Only thing is, we don't really need any of your supplies per se. You see, the only thing of real value to us is human bodies. Good, hard-working bodies. We will make sure it's well worth your while. Scroll to see more, okay. You feel like something about this isn't right. You politely nod goodbye and head back to the station wagon. You glance back over your shoulder. They don't seem to have followed you. Okay. Nah, geht's. A rumbling sound comes from behind you. Ugh, God. Shit. Shit, radioaktive Rehe. Ah! Ah! Meine Fresse. Oh. Hilfe! Okay, das Auto ist bestimmt komplett hin. Haben wir hier ein Auto? Nein, wir haben Combat Trainer. Okay, Action Hero für 80. Wir haben keine 80. Okay. Wie sieht das Auto aus? Eieieiei. Ja, müssen wir erstmal reparieren, ne? Naja. Na, immerhin B. Wir haben ja noch 26. Versuchen es nochmal.
Scheiße. Okay. Erreicht erstmal. So, Supplies. Gucken wir nochmal, ob wir scavengen können hier. Geld. Ach Mist. $20 und ja, 250 Food. Sehr gut. Das reicht aber noch nicht für unsere Fertigkeit, die wir hier kaufen wollten. Also müssen wir noch mal. So, da liegt Geld, sehr gut. Geld, Geld, Geld. Shit. $250, $25, 20 Scrap. So, jetzt können wir Combat Training uns leiten. Was? Ach nee, das war in der Town, ne? Combat Trainer, so rum. Zack, Action Hero. Jetzt haben wir natürlich wieder 10 Geld nur. Also gehen wir nochmal scavengen. Und jetzt haben wir den Vorteil, dass wir wahrscheinlich Schuss sparen hier. Oder eine Zündkerze, sehr gut. Okay, $50 und 30 Scrap, okay. So, wie sieht, die sind alle einigermaßen, aber man könnte ein bisschen resten, könnte man, sagen wir mal 3 Stunden. So, sehr gut. Ja, Ammo, Food, sehr gut. Gibt's hier, man kann ja auch Jobs finden, Recovery Jobs, something of great value to me, just outside of town. If you find it, please return it. $23, normale Schwierigkeit. There's a couple of troublemakers who have been stealing from us. Dispose of them. $15, okay. Sollen wir das mal spielen hier? Spielen wir das mal. Achso, muss man auch wieder hier rumlaufen. Kann man rennen? Nee, rennen kann man nicht. Shit. Hilfe! Shit!
Okay, ach so, man muss das nur erreichen und schon. Ich dachte, ich muss noch gar zurück damit. Okay. Cool. Nice. So, ja, dann schauen wir mal. Nach Indianapolis. Decent Supplies and Offroad Tires. Okay. Gang of Bandits come barreling down on you. Och, bitte nicht. Hit ramps to do a wicked sweet jump. Avoid obstacles to escape. What? Okay. So, weiter geht's. You see the remains of another party before you. Would you like to stop and look? Here lies Gokan and Aljuts devoured by Doom Chicken. $29, sehr gut. Los? Was war das? Indianapolis, okay. So, was gibt's hier? Offroad Tires. No slowdown during sandstorms. Für 43 kaufen wir mal. Und dann reparieren wir die Scheiße mal, weil mehr können wir uns nicht leisten, ne? So, Supply. Okay, 200 Food, $50 und 20 Scrap. Das ist in der Tat ganz okay. So, vielleicht brauchen wir mehr Ammo. Nein. Gehen wir in die Stadt und kaufen Ammo. Gibt kein Ammo hier, okay. Heavy fog rolls in. You are forced to drive more slowly. You find a backpack with some canned food in it. Sehr gut. You took a wrong turn. Also mechanisch ist das Orion Trail sehr ähnlich hier. So, Combat Trainer, was hat er denn? Carry Capacity. Oh, für 80. Müssen wir mal gucken, dass wir das kriegen. Und dafür müssen wir supplyen.
Da ist Geld. Hilfe! $5. Das war jetzt nicht so toll. Zombie Activity High. Okay. Das wir nochmal, ne? Müssen noch mehr essen. Wir können bald Essen verkaufen, wenn das so weitergeht hier. Ist noch mehr Essen. Okay. Hilfe! Okay. $50 und 15 Scrap. Okay, jetzt habe ich genug Geld. So. Das ist, nee, das ist ein... Was ist das überhaupt hier? Lassen wir ihn halt. Ah, verdammt, $100. Naja, $100 ist okay. Gut, dann können wir hier nochmal eine Rast machen. Ja, ich glaube, drei Stunden reichen. Gut. Und dann gucken wir mal, ob wir hier Food verkaufen können. $1 für 10. Ich glaube, mehr als 800 brauchen wir nicht, oder? Für $24. Ja, ist okay. So. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt nach Chicago. Bandits will try to pull up next to you and shoot, crash into them to knock them off their bikes. Können alle nicht Motorrad fahren, habe ich den Eindruck. Okay. So, 160 Meilen bis Chicago. Ungefähr so nach Kiel fahren einmal. Ist ja nicht so schlimm. Chicago. Ja, gut. Chicago, Chicago. Gibt's hier. Generates one food an hour. Klingt okay, oder? Genau. Reparieren können wir mal. Nachdem wir hier schon.
ist auch nicht teurer hier zu verkaufen. Okay. Bei Ammo $10 für 20 Ammo. Fuel haben wir, glaube ich, noch, ne? Der nimmt das schon. Okay. Da ist Nahrung. Aber wir brauchen eine Zündkerze. Dringender als die Nahrung, glaube ich. Zehn Scrap, 100 Nahrung. Hm, ja. Zombie Activity Medium. Probieren wir das nochmal. Ah, Ammo. Ammo ist gut. Geld ist auch gut. Oh, das war's schon. Okay, $5. $20. Hm. Können wir ruhig nochmal Supply machen. Ah, das ist Scrap. Oh, sorry, tut mir leid. Ah, shit. Nicht viel einsammeln können hier. Ah, Mist. Na gut. Wir haben wieder genug Food auf jeden Fall. So, wir vermeiden mal wieder die radioaktive Zone. Carry Capacity Plus und Light Supplies. Und hier Body Armor. Okay. You see an explosion in the distance. You find money in the glove compartment. Sehr schön. Na. The remote check. Okay. Da würde ich sagen, machen wir Schluss für heute und spielen das nächste Mal an dieser Stelle weiter. Der sieht aus wie Ash. Okay. Dann liked und subscribed und schreibt einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.